Moin Leute, Timex hier. Heute gibt es den ersten Tag in der Clan War League. Hier ist es ja egal, wie krass dein Clan-Kriegsgewicht ist, wie hoch die Base gerankt wird. Wir haben jetzt den Pay-to-Rush-Account einfach dabei, der wurde sogar angegriffen, ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Wir greifen jetzt mit dem, Rumata wird angreifen, ich greife mit dem Free-Play-Account an, der erste Clan-Krieg, wo meine Drachen auch auf 4 sind. Leider liegt meine Queen, die ist dauerhaft irgendwie am Upgraden, nervt ein bisschen. Da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir schauen mal in den ersten Angriff rein. Ach genau, wenn ihr Clash of Clans gerne zockt, gerne den Kanal abonnieren, sowohl Hardcore, Free-to-Play, kein Cent ausgeben, als auch Pay-to-Rush, so viel Geld ausgeben, wie nur geht. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann gerne mit dem Creator-Code TRIMAX einfach bei Mehreinstellungen eingeben. Kostet euch gar nichts, verschwindet alle 7 Tage. Wenn ihr mich da eintragt, würde ich mich riesig drüber freuen. Lass mal ganz kurz gleichzeitig den Pay-to-Rush angucken, wie er angegriffen wurde. Weil da hat jemand nur einen Stern geholt. Okay, lass machen. Wir drücken gleichzeitig Wiederholung in 3, 2, 1, Wiederholung. Und was greift der an? So, wie kann man das verkacken? Das ist doch nicht mal eine Base. Oh, er hat sogar Go-Vibe probiert, oder? Hier mit Golem und Golem, Hexe, und alles, Digga. Junge, wie hat er das gechoked? Zeig mal. Der hat ein ganzes fucking Inventar. Oh, hä? What? In den Inferno-Turm? Oh Gott. Das waren seine... Was war das? Das waren seine Magier, die da reingekommen. Nein, glaube ich den. Nein, das sind da oben seine Magier. Holy shit! Ja, aber die sind... Alter, dein Town Hall ist aber auch insane ja, das ist stark, ein oder? Gut. Ja, es ist schon... Digga, was macht der mit dem Packer? Siehst du das? Ja, sau schlecht. Das sind fucking Packers! Auf 3! Bam! Death Damage. Die beiden sind richtig im Arsch. Das Witzige ist, der Gegner wusste nicht, was das Rathaus kann. Der hatte keine Ahnung. Okay, der ist jetzt schon mal massiv im Arsch mit dem ersten Move. Da, guck mal, der probiert gerade deine Defense rechts unten auszuschalten. Rechts, ganz rechts auszuschalten. Wo? Achso, ja! Oh Gott, da ist er. Ja, der hat jetzt kaputt guck gemacht. Mal, die 4 X-Bögen, wie sieht denn das aus, Mann? Ja, oh mein Gott. Ist alles auf 1. Oh Gott. Es ist alles auf 1, aber der King hat mega Probleme. Der ist sogar Level 6. Also nur Level 6. Jetzt kommt dann Double Freeze auf die Bogenschützen. Oh, es sind zu viele. Die sind zwar alle auf Level 1. Guck dir mal die Bogenschützentürme an. Oh Gott, Triple Inferno auf dem Golem ist der... Was macht der denn da? Sprungzauber? Digga, der hat ein. Da ist keine Mauer! Da ist weit und breit keine Mauer! Der hat das Spiel, glaube ich, noch nie. Digga, der wollte über die Bombentürme springen! Guck mal, deine Skelette metzelt jetzt noch kurz ja, den Magier weg. Oh mein Gott! Einfach abgestochen. Was geht denn ab, Digga? Ausgerissen. Ich versteh's nicht. Er hat einen Pro im Namen. Digga, die Packers verkacken gegen die Skelette. Guck dir mal die Bogenschützentürme an, die sind Level 1. Aber die Packer können sie nicht handeln. Oh. Ah, der Inferno-Turm. Was hat der für eine Reichweite? Das war's. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das war ja ganz weit entf... Also, wow. Ich bin sprachlos. Wie kann man es so verhauen? Also, das war ja wirklich so in... Ich würde so sagen, in 5 bis 6 verschiedenen Ebenen verkackt. Und zwar maßlos. Auf unsere drei. Ja, gucken in 3, 2, 1, Wiederholung. Das ist auch 0 Sterne. Strengen die sich überhaupt an? Ich weiß es nicht. Ja, der hat Kobold dann gekriegt. Der greift Kobolden an, oder was? Oh, was? Der denkt, er ist im normalen... Ja, der will einfach ein bisschen looten. Einfach ein bisschen looten in der Clan War League. Hä, mit dem Sprungzauber hätte er es schaffen müssen, ja. Oh, da kommt direkt ein Giftzauber auf den Magierturm. Das hat keinen Effekt. Wieso das ist nur auf Truppen. Nur auf... Oh, no. Die Kobolde. Kobolde Level 4. Du nimmst überhaupt einen Sprungzauber mit, wenn der Gegner keine... Du hattest ja keine Mauer. Ich hatte gar keine Mauer, ja. Du hattest gar keine Mauer, der hat den Sprungzauber dabei. Digga, der Rage! Die Troll, das mache ich mit Absicht. Hast du die bezahlt, wenn du jetzt gratis Content hast, oder? Digga, what the fuck? Hast du die für gratis Content bezahlt? Ich fasse es nicht, wie schlecht die sind. Digga, der Rage einfach so. Er hat einfach so einen Giftzauber und jetzt kommt erst der Lightning. Das ist der dritte Zauber auf den Magierturm. Der hat übrigens... Digga, greift mit Heilern an! Der greift mich! Oh mein Gott, der Heiler fliegt wieder! Wo sind denn die überhaupt hingeflogen? Digga, das sind Gegner, die haben alle noch nie Clash of Clans gespielt. Digga, der ist mit 8 Heilern in die Base reingeflogen. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich hab das noch nie gesehen, dass jemand aktiv mit Heilern. Die haben ja nicht mal was gemacht, die können ja gar nicht. Wenn du einen Angriff machst, nur mit Heilern, kriegen die irgendwas hin? Nee. Gestohlenes Gold. 7 Millionen nur. Ja, der spielt das Spiel nicht richtig, der hat gerade frisch angefangen. Verstehst du? Das ist
Das ist legitim. Der ist einfach so schlecht. Na dann batsch mal rein da. Ich hab Barbaren und Bogenschützen beide auf 6. No ich Flex. Beide auf 5. Ich kann auch gar nicht so schnell sitzen. So, jetzt müssen wir jetzt. Dann wir die Luftabwehr ab und dann kommt unser Drache rein und dann. Dann musst du schon 3-starren, ne? Ja, hoffentlich. Ich weiß auch nicht, wer mit. Rage spielt als Zauber. Ich spiele mit Rage immer. 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 Ja, das reicht doch, oder? Um den zu 3-starren. Oder nicht? So viele Truppen hast du. Auf ein Gebäude hast du 80 Truppen. Also, das muss ja reichen. Ja, oha, wie viele Leben denn da noch? Ich hab 80.000 meiner Einheiten haben noch gelebt. Ja, das war ja ein einfacher Bartsch. Aber auch strong gesetzt. Rage ist an der Stelle gut, als dass es die Luftabwehr ausgeschaltet. Ich mach jetzt meinen gegenüber. Späherhin. Meiner wird ein bisschen schwerer. Zeig mal, wer ist deiner gegenüber? Wo bist du? 6. Angreifen. Späherhin. Ach, du greifst direkt an? Ich greif direkt an, da kenn ich gar nichts. Ja gut, aber guck mal, der hat nicht mal seine. Der wo ist seine vierte Luftabwehr? Ich sehe seine vierte Luftabwehr nicht, oder? Wo ist sie denn? Der hat 3, ja. Aber der müsste 4 haben eigentlich. Der hat die einfach noch nicht gebaut. Richtig. Auch gut. Eine Luftträger rein, okay. Digga, 4er Drachen sind aber auch echt zu viel für den Typen einfach. Junge, du hast deinen Rage auf 5? Naja. Ich bin maxed, also mit meinem Drachenangriff. Das ist gut, Alter. Das ist auch so stumpf, Alter. Einfach nur Rage und Drachen hochgepusht. Das ist unfassbar geil. Ja, also die rennen da ja auch einfach drüber, what the fuck. Was wollen sie machen? Ist schon einer deiner Drachen überhaupt gestorben? Ja, viele sogar. 2, 4, 6, 8, 10 zähle ich noch. Also wenn dann ist einer. Jetzt ist. Nee, die sterben schon, die kriegen. Guck mal, die Luftabwehr geht nicht down. Der King ist weg. Die müssen das jetzt schaffen. Ja, die schaffen das. Die Luftabwehr macht ja kein Damage. Eigentlich schon. Oder? Oh ja, ein bisschen Damage macht die schon scheiße. Also sie macht schon einen. Du darfst doch nicht. Ja, den Drachen. Also, oh fuck, Alter. Und der Drachen, da die fallen laufen die Drachen ganz schön. Die Luftabwehr steht immer noch. Oh, Max! Das muss doch ein 3-Star sein. 3 Drachen nur noch. Man hat nur einen einzigen Angriff im CW. Den darf 5 man nicht Drachen verkacken. Hast du noch. 5 Drachen hast du noch. Immer mit der Ruhe. Ja, 4? Guck mal. Ja, es ist es. Der kurze Schockmoment, oder? Ja, kurzer Schockmoment. Mein ganzer Chat, 2 Sterne, 2-Star. Ja, es leben noch 4 Drachen jetzt gegen Ende. Aber die sind nochmal gut um die Luftabwehr rumgeflogen, muss man sagen. Ja, also, die haben das schon ein bisschen gechoked. Lucky, haha, ja. Uiuiuiuiui. Aber, auch, okay, aber die Rage ist auch auf 1. Freeze auf 1, der hält nur eine Sekunde. Ballons auf Level 1 sind halt echt One-Shot von der Luftabwehr. Ey, und wenn wir gewinnen, den CW doch sowieso, also... Ja, dafür komm, es ist nicht worth, da einen Machttrank rauszuknüppeln. Okay, das sehe ich ein, aber dann probier's jetzt einfach mit den E-Tranks auf 1. Also, was hadest du da jetzt lange? Ja, es wird ein Überfail, Mann. Das ja, macht ich will keiner. Sehen. Ja, mach okay. Jetzt. Okay, ich greife an. Greifst du an? Jawohl. Ich glaube, allein deine Helden schnetzen da doch durch, oder? Oder nicht? Das ist. Nein, nein. Nein, Wahnsinn. Ja, komm, zeig. Jetzt kannst du. Oh mein Gott, du hast einfach den. Ich gehe von oben rein und hier unten holt sich. Ah, nee, die Rolk. Ah, die Luft hat. Das wird so kacke einfach, ne? Ja, mach es, komm schon. Der hat doch auch eine Scheiß-Base. Original hat der doch auch eine Scheiß-Base, oder? Sieben Elektro-Dragon, ja. Das hat echt nur 7 Elektro-Dragons. Komm, mach jetzt. Du hast 5 fucking Freezes dabei. Ach, der war One-Shot, hast du gesehen? Nicht mal Belagerungsmaschine dabei. Das ist ein Angriff direkt in den Luftfeger. So ja. Willst du es machen? Ja, so machen wir es. Okay. Genau so machen wir es. Ich weiß auch echt nicht, ob der Rage irgendwas bringt, ne? Wo ist deine Royal Tuss? Down und hat die Luft dafür bekommen. Geil. Das ist geil. Alter, deine Helden sind halt schon sehr strong. Kann man nicht anders sagen. Die Helden sind sehr stark. Alle Luftabwehrs von ihm sind tot. Ja, ja. Ja, das war's. Du hast gewonnen. Oder? Hey, was soll denn jetzt noch passieren? Ja, okay. Unterschätzt. Ich hab noch nie mit E-Dragons auf 1 angegriffen. Also die leben ja fast alle noch. Und alles. Ja, wusste hätte ich nicht mit gerechnet, lol. Also echt nicht.
Also das war ja sau einseitig. Digga, der ganze Chat hat geschrieben, mach mit Machttrank. Wie lost? Das war ja sau eindeutig. Oh, da hinten steht noch eine Hütte. Heilige wow. Scheiße, ich kann nie wieder in Clash of Clans auf euch hören. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Leben noch. 5 von 7 Nee, Clans mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Warden gibt ihm halt einen dicken Boost. Und dann noch zwei normale Drachen. Baby ja. Dragon. Der Queen lebt auch noch, 60. Der Baby Dragon. Deine Queen lebt auch immer noch. Also das war ja... Nur dein King ist draufgegangen. Crazy, also ohne Machttrank, dass das geht. So, Leute, das war's mit der Folge. Erster Angriff im CWL mit beiden Accounts. Das sollten wir auf jeden Fall ordentlich durchziehen können. Und dann, nächstes Mal wieder vom Free-to-Play-Account. Das macht übel Bock, ne? Aber, Romata, du bist 13. Was? Und ich bin 6. Aber so, also, ich weiß nicht, wann wir so krass auseinandergefallen sind. Ich weiß es nicht. Nee, du warst 5 Tage saufen auf dem Karneval. Boah, davor war ich halt Skifahren ordentlich, gell? Junge, das schmeckt mir schon, doch. Ja. Ich bin fertig für heute. Leute, meint in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.